Ja, und somit ein herzliches Willkommen zu Harry Potter Magic Awakened. Dank Warner Bros. Entertainment darf ich Beta-Testerin von diesem Spiel sein für 10 Tage. Und ihr konntet hier schon den Trailer sehen und wir haben hier jetzt noch einen Brief bekommen mit dem User Agreement und hier auch nochmal die Info zum Beta-Test, dass der Beta-Test bis zum 29. geht, also heute, wo das Video rauskommt, noch 8 Tage. Und ja, in diesem Video seht ihr, wie ich zum ersten Mal so in das Spiel reingehe und so quasi die erste Phase des Spiels. Auch hier steht nochmal, dass man momentan nichts kaufen kann aus dem Shop, weil ja das alles, was man sich jetzt erspielt, zurückgesetzt wird dann und es sich halt nichts bringen wird, jetzt schon für das Spiel Geld auszugeben. Genau, und ich würde sagen, wir starten auch ins Spiel rein. Let's go! Never thought my life would turn out to be anything but normal. Until the day I received Genau, übrigens, es lädt im Hintergrund gerade runter das Spiel, deswegen kommt es manchmal zu ein paar Lags, weil ein paar Daten noch runtergeladen werden und weil gerade alle gleichzeitig in Europa die Beta spielen, die zu Beta eingeladen wurden, deswegen kann es eben zu Lags kommen. Wir sehen hier jetzt die Vorgeschichte, wie Harry Potter den Brief nach Hogwarts bekommen hat. Ja, ich glaube, dazu muss ich nicht viel mehr dazu sagen, außer seht's euch selbst an. Hello? No! Galloping Gorgons! What a small room! Who are you? Rubeus Hagrid, at your service. Don't be nervous, I'm only here to deliver this. This is for you. Genau, denn hier können wir jetzt zum ersten Mal quasi was machen im Spiel und zwar den Brief öffnen. Denn wir müssen uns jetzt unseren Spielernamen aussuchen, unter dem wir bekannt sein möchten in Hogwarts. Ich dachte am Anfang, ich kann da was reinschreiben, kann ich aber nicht. Ja, ihr werdet es gleich sehen, dass man durch Zufall seinen Namen bekommt. Das sind echt weirde Namen dabei, muss ich sagen. Ich glaube, das wird sich nach der Beta-Phase ändern, dass man seinen eigenen Namen eingeben kann. Ja, wie gesagt, ich habe das nicht gewusst, dass ich das nicht eingeben kann. Also es ging nicht. Ja, hier seht ihr dann jetzt eben, wie ich hier durch scrolle, swipe, whatever, klicke. Mir sind echt komische Namen dabei und ja. Im Endeffekt habe ich mich dann für Misty GN oder JN entschieden, weil es irgendwie für mich so der eigentlich noch coolere Name war mit dem J in der Mitte. Keine Ahnung, fand ich, hat sich cool angehört, keine Ahnung. Ja, hier kann ich jetzt mein Aussehen entscheiden. Wie gesagt, ich mache gerade Voice-Over. Ja, ich dachte auch, ich kann da irgendwas anklicken und habe dann erstmal so gecheckt, oh, ich bin ja Mädchen so. Ja, und ich weiß nicht, ob das auch so ein Beta-Ding ist, aber ich konnte halt nur durch Zufall mein Aussehen bestimmen quasi. Ich dachte anfangs, dass ich das selber einstellen kann. Ich glaube, dass das dann auch nachher gehen wird, aber jetzt in der Beta hat es das halt nicht gegeben. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich mich dann ja, für dieses Outfit oder diesen Charakter entschieden. Und ja, dann wird man halt nochmal gefragt, ob man sich 100% sicher ist. Und natürlich bin ich mir sicher. Und ja, dann ging es auch schon weiter.
Genau, hier wurden mir dann erstmal so die ersten Freunde unter Anführungszeichen oder Klassenkollegen gezeigt. Fand ich sehr, sehr cool, dass wir die von Beginn an schon kennenlernen. Und ich muss sagen, der Zug schaut nicht typisch aus, wie er in dem Film aussieht. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil dann ist es nicht so eine Kopie vom Film, so versteht ihr, was ich meine. Man sieht ja auch deutlich nochmal, dass es zwischendurch ein bisschen laggt. Eben, wie gesagt, das ist dann, wenn ihr das Spiel selber spielt, nicht so, dass es jetzt nur, weil alle gleichzeitig die Beta-Version gerade spielen und weil Sachen im Hintergrund heruntergeladen werden. Nothing I'd ever seen. There was singing, floating candles, and a ceiling that looked like the night sky. And ghosts. Bye, everyone. Welcome to Hogwarts. Before we begin, I've been advised by Mr. Filch that a rather grumpy ghoul has taken up residence in an empty classroom on the third floor. Genau, und jetzt sind wir in Hogwarts und hier sieht man auch das erstmal den quasi Ladebildschirm, den wir haben. Und wie im Film wird zuerst mal das Haus ausgesucht quasi und ja. Forest dwellers and house elves and students, much like yourselves. Hopefully, none of you will ever face such evil. But should challenges arise, know that together you are capable of much more than you might think. Now, to those feeling overwhelmed by the occasion, remember that even Harry Potter once stood where you do, looking every bit as nervous, I might add. I know you're all starving, but welcome, well. After that, the sorting began proper. One by one, students were sorted into their houses, and then it was my turn. Where shall I put you? You'll find learning is prized above all. Quite a clever lot they are in Ravenclaw, and very interesting, not unlike you. Still unsure? Let me take a closer look. Loyal and mod, and just a hint of desire, cunning, a certain moral flexibility. Oh yes, Slytherin could be just the place. Genau, hier konnte man sich dann auch entscheiden für welches Haus und auch man hat nochmal Erklärungen bekommen, für was welches Haus steht. Finde ich sehr cool für Leute, die zum Beispiel nicht Harry Potter geschaut haben und sich mit den Häusern nicht so auskennen, fand ich das echt hilfreich. Natürlich habe ich mich für Slytherin entschieden, weil, ja,
Ich bin Slytherin House laut dem Test auf der Wizarding World Seite. Deswegen habe ich hier auch Slytherin genommen und bin jetzt eine Slytherin. Better turn in. Class starts bright and early. Ich habe dann hier auch die ganzen Dinge quasi beschleunigt oder übersprungen, weil es einfach unnötig ist, die anderen zu sehen, wie sie in die Häuser kommen, weil, keine Ahnung, ich will ja mehr vom Spiel sehen, wie von den Charakteren. Happening? You overslept. Right, of course. And ja, und hier durften wir das erste Mal auf die Map zugreifen, wie ihr hier sehen könnt. Wenn man draufklickt auf die Sachen, dann kommt man zu den verschiedenen Räumen oder zu den Sachen, wo wir hin müssen. In dem Fall war es der Unterricht. Charms is a very practical subject which you are required to take until your fifth year. I will teach everyone the proper pronunciation and wrist movement. Once upon a time, a student named Ron Weasley. Ja, und dann gab's sowas wie quasi, ich hab's nicht ganz verstanden, ich glaube sowas wie ein Tagtraum oder so. Oder eine Rückblende, das habe ich nicht so ganz verstanden, was das jetzt war, ob das jetzt ein Zeitübersprung war oder whatever. Auf jeden Fall sehen wir hier die Szene, wo der Troll angreift, auch in Stein der Weisen bekannt, für die Leute, die Harry Potter geschaut haben. Und hier wurde jetzt so das erste Mal das Spielprinzip klar, um was es in dem Spiel geht. Nämlich, ihr müsst Karten sammeln und mit Hilfe der Karten gegen Gegner kämpfen, sei es eben wie diese Trolle oder später mal Spinnen und andere Tiere, aber auch gegen echte Leute, die das Spiel auch gerade spielen. Hier sieht man auch nochmal deutlich die Lags, gleich mittendrin. Ja, es funktioniert so, dass man die Karten halt so zieht und dann halt in die Richtung von dem Ding quasi schleudern muss. Jetzt am Anfang war eben die Zeit noch gestoppt, dass man sich quasi auskennt, was man tun muss. Das ist dann natürlich nicht mehr so. Und hier wurde auch nochmal alles erklärt und ja, ich habe es geschafft, wow. Und ja, hier bekommt man auch Rewards, also man bekommt eine Karte, wenn man den Gegner besiegt hat. Fand ich sehr cool, hier die Animation so cool. Und man bekommt eben hier einen Zauber. Ja, und auch welche Rarität es hat. Ich finde die Animation von den Karten sehr, sehr cool. Wir sehen später dann im Laufe des Spiels noch ein paar andere. Aber auch hier so vom Troll die Animation richtig, richtig cool gemacht. Oder feiere ich sehr. Und auch hier die Schrift und alles, die Erklärung, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Musik.
That was impressive. Ja, und hier kam es dann auch irgendwie zum ersten Bitchfight. Ja, ist mir jetzt schon unsympathisch, die Sittering-Kollegin. I'm sure you'll get better. It's just a swish and a flick. That's right. I'll keep practicing. Yes, you should. Now, I must be going. My name is Cassandra, by the way. Perhaps I'll see you again. Or not. Yes, in class, of course. Or did you mean elsewhere? Oh, wait! My name is... Oh, she's gone. Welcome, class, to your first encounter with potions. Now, what ingredients will you need for making hair-raising potion? Quiet, please. Yes, indeed. You need red tails, porcupine quills, and fairy wings. Oh no, it would appear as though we're missing some red tails. I need you to do me a little favor. Go and gather some red tails from the basement. Do be careful not to wake the spiders. Genau, und hier haben wir jetzt wieder eine wichtige Szene, denn hier dürfen wir das erste Mal alleine kämpfen, gegen eine Spinne, und hier sieht man nochmal die Lags, wegen den ganzen Leuten, die gerade gleichzeitig spielen, denn mein Ziel hier war es auszuweichen, das hatte mir ja auch gesagt, dass wenn ich wo draufklicke, dass ich ausweichen kann. Wie ihr hier seht, meinen Touchpen, es hat nicht funktioniert, so, und hier sieht man auch nochmal die Lags. Fand ich sehr schade, weil das Kämpfen ist ja das Hauptding vom Spiel und dass das dann nicht funktioniert hat. Ja, war ich jetzt nicht so happy mit, aber ich denke, dass es dann, wenn das Spiel released wird, dass es dann nicht so laggen wird, wie sehr hoffe ich das. Kann sein, dass es die ersten 2-3 Tage, wenn das Spiel rauskommt und es alle gleichzeitig spielen, laggen wird, aber ja, es wurde dann etwas besser, wie ihr hier sehen könnt, aber zwischendurch hat es halt noch gelaggt und ich habe probiert, die Zauber anzuwenden und hab's auch diesmal geschafft. Aber ich muss sagen, es kamen auch später noch anstrengendere Kämpfe. It's a Remembra, just like the one Ivy had on the train. But if it's Ivy's, why is it here? Wir sehen hier jetzt wieder eine, ja, Zwischenszene. Professor Slughorn sent her to fetch supplies from the storeroom, but she never came back. She might be lost. Ivy went missing before, remember? I'm sure she's fine. You're overreacting. Professor McGonagall has an announcement to make. She's waiting for you all in the corridor. Genau, und dann habe ich auch schon meinen Reward bekommen. Hier wieder mit den coolen Animationen. Ich finde, also, oh mein Gott, wie geil. Und hier auch nochmal steht ein Fun Fact, dass Ron halt Angst hat vor Spinnen. Ich finde diese Animation so geil gemacht. Also Props an die Animator. Und hier haben wir unsere erste Epic-Karte. Und zwar Incendio. Auch hier nochmal die Animation. Ich lieb's. Also, wow, hier auch unten nochmal die ganzen Fakten, dass Hermine das benutzt hat und so, also richtig cool. Und auch hier der Niffler, oh mein Gott, ich finde Niffler ja so süß. Und auch hier beim Niffler, das fand ich auch so urcool, steht hinten das, oder nicht hinten, seitlich, dass Scamander einen Niffler hatte und
so, dass so die Sachen von den Filmen mit reingenommen wurden, nämlich nicht nur Harry Potter, sondern auch Fantastische Tierwesen, fand ich schon sehr, sehr cool. Und auch die Musik von dem ganzen Spiel, generell die Atmosphäre, es ist, als wärst du gerade selbst in Hogwarts. Ivy? Does anyone know what happened to Ivy? We think she might be missing, Professor. I found her remembrall in the potion storeroom, but she never returned to class. Am I to understand that no one has seen Miss Warrington? Hagrid? Yes, Headmistress? I believe a search party is in order. We appear to have lost a student. Professor, do you want us to help with Ivy? Very noble of you to offer, but not necessary. I hope Ivy's all right. We thought it'd be fun to start our own search party. Right, Kev? I don't know if I would call it fun, but we want to help find Ivy. Will you join us? Yes, of course. Daniel, what about you? Definitely not. I'm going to see Professor Slughorn. He said he'd show me where to pick fresh herbs. Suit yourself. Come on, let's go. I can see how Ivy managed to get lost. Maybe we should ask one of the portraits for help. Oh, excuse me. Have you seen a student come by here? She's a first-year student like us, with silver hair. Yes, a girl matching that description did pass by, and she was headed in that direction. Toward the dueling club. Come on, I know the way. The dueling club? I didn't know... Genau, hier sehen wir jetzt unser Inventar, unser Zauberbuch und hier eben unser Deck. Und hier kann man eben, wie ihr seht, einstellen, welche Karten man im Deck haben möchte und welche nicht. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Und dann kam es auch schon zum ersten Fight im Kampfclub, heißt er glaube ich, Zauberkampfclub, I don't know. Und da hat es halt nochmal anders stark geleckt, also das war, ja, wie ihr hier seht, ich hatte da schon eben, ja, die Schwierigkeiten, weil durch die Lags kann ich mich ja nicht so schnell bewegen und werde dadurch verletzt und das ist nicht cool. Aber ich habe probiert, so viele Zauber wie möglich zu machen und den Gegner zu schwächen. Ich fand es anstrengend, also mit den Lags natürlich, aber ja, wie gesagt, Leute, das ist nur die Beta und das ist, weil alle gleichzeitig die Beta spielen. Und ja, wie gesagt, im echten Spiel, wenn ihr es alle spielen könnt, ist es nicht so. Man weiß noch kein genaues Datum, wann es final rauskommen soll, da ja noch ganz, es soll dann auch noch so einen Pass, wie so eine Art Battle Pass geben, oder halt Level Pass, dann soll man eben Sachen kaufen können und es muss alles noch gemacht werden. Ein paar haben, also es gibt so einen Community Beta Test Discord Server, da haben welche geschrieben, dass es vielleicht im September rauskommen soll. Sicher können wir uns hier natürlich nicht sein, ob es wirklich schon im September rauskommen soll oder nicht. Ja, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr, sehr cool. But you're not a problem.
Und ja, hier sehen wir jetzt unseren ersten Duellkampf. Stimmt, Duellierclub heißt er. Jetzt ist mir eingefallen, Duellierclub. Hier sehen wir unseren Duellkampf, also 2 gegen 2. Und da war es so, dass es extrem hardcore geleckt hat. Und ich hab mir dann schon gedacht, okay, vielleicht liegt es an meinem Handy. Weil, Leute, wichtig, das Spiel gibt es derzeit nur für Android, aber es soll für Apple auch rauskommen. Und mein Android-Handy ist schon etwas älter. Deswegen dachte ich, es liegt daran und habe dann im Discord-Server nochmal nachgefragt. Und nein, es liegt eben daran, dass eben, wie gesagt, alle Spieler aus der ganzen Welt gerade die Beta spielen. Und ja, aber sie sind dabei, die Lags zu beheben. Also, ja, natürlich habe ich auch dann diesen Kampf irgendwann geschafft. Next time, I won't go so easy on you. Wait, Cassandra! We're looking for Ivy. She's gone missing. Have you seen her? Why, yes, I did see her. But not here. It was near the forest. The Forbidden Forest. Oh, dear. I hope nothing eats her. I don't trust her. Und in der Storyline ging es jetzt darum, unsere verlorene Freundin zu finden. Und ob wir diese Freundin im verbotenen Wald finden, das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüssi!